5 Marketing-Tipps und Tricks für Handwerker zum direkt Umsetzen. Darum wird es in dem Video gehen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu dem Video. Ich bin Alex, das ist Marvin und wir machen heute unseren kleinen Talk wieder und reden heute über 5 Themen, 5 Ideen für dich, Marketing-Ideen als Handwerker, was du machen kannst, um einfach nochmal effektiver zu sein, bekannter zu werden, generell mehr rauszuholen, mal ganz simpel. So, die erste Sache, die ich mal direkt hier einbringen würde, ist das Thema Wirb immer. Also, es gibt was, nennt sich im Exposure-Effekt, bedeutet, kurz gesagt, je häufiger ich eine Werbung sehe, desto mehr Vertrauen baue ich zum Unternehmen auf. Und es gibt genug Unternehmen, die werben halt nur 3 Monate im Jahr, weil da irgendwie Nebensaison ist oder so. Und den Rest des Jahres werben die nicht und die verspielen diesen Effekt komplett. Ne? Es gibt auch Studien von diversen großen Unternehmen, die jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, die es getestet haben und wirklich rauskamen. Selbst extrem bekannte Marken, wenn die eine gewisse Zeit in der Region nicht werben, machen, haben die Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Bedeutet, wir haben hier ein einfaches Prinzip, was du dir zunutze machen kannst. Und selbst wenn du sagst, okay, du hast jetzt nicht jeden Monat das volle Budget, was du raushaust, dann machst du zumindest jeden Monat etwas. Das ist halt wichtig. Ja. Ja, der zweite Punkt ist einfach, konzentriere dich auf die Medien, die angesagt sind. Ne? Ja. Also keiner guckt mehr in eine Zeitung, ja, keiner guckt mehr oder selten gucken die Leute auf irgendwelche Plakate oder in irgendwelche Broschüren oder so. Du musst halt einfach da sein, wo die Aufmerksamkeit der Leute ist. Wo ist die Aufmerksamkeit der Leute? Hier drin. Ja, das kennst du von dir selber. Ja, selbst wenn du irgendwie im Auto unterwegs bist oder so, du guckst nicht auf die Plakate. Wenn du als Beifahrer dabei bist, du guckst währenddessen auf dein Handy. Ja. So, das heißt, du musst einfach da sein. Was heißt jetzt da sein? Du musst sein auf Facebook, auf Instagram, vielleicht sogar auf TikTok. Ja, da kann man nochmal genauer im Detail darauf eingehen, wo man aber da nicht genau unbedingt mit einem Posting, ne? Sondern halt wirklich mit Werbung. Richtig, mit Werbung, weil was ja viele nicht verstehen ist, dass wenn du jetzt was postest, zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram, dann erreichst du ja immer nur die Leute, die dich schon kennen. Also das ist so im eigenen, du bist dann so im eigenen Dunstkreis die ganze Zeit, ne? Und du willst ja rauskommen aus diesem Dunstkreis. Du willst ja, klar, natürlich sind das Leute, die dir folgen, das sind hochwertige Kunden wahrscheinlich, die schon mal was bei dir gekauft haben oder die Fans von deinem Unternehmen sind. Und das sind aber nicht die, die jetzt gleich demnächst wieder was bei dir kaufen werden, ja, wieder eine Küche, wieder ein Terrassendach, wieder eine PV-Anlage, sondern du willst ja neue Leute anziehen. Und wie schaffst du das, neue Leute anzuziehen? Naja, das schaffst du, indem du halt Werbung auf diesen Plattformen schaltest, indem du sichtbar wirst in deiner Region für dein Angebot, ja, indem du dafür wirbst, dass Leute sich bei dir melden können, dass sie sich beraten lassen können und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Also wenn du das heutzutage nicht machst, dann dann brauchst du auch gar nichts anderes machen. Ja, der dritte Hinweis ist noch, oder die dritte Idee ist, dass du schauen solltest, dass die, also vielleicht nochmal zur Grundidee von Werbung. Klar, Werbung hat immer zwei Sachen. Das hat einmal ein Medium, auf der ich es austrage. Das kann eine Zeitung, das kann eine Plattform sein, das kann irgendwas anderes sein, Flyer oder so. Und dann hat es einen Inhalt. Und die Idee von Werbung ist ja ursprünglich mal gewesen, dass der Inhalt möglichst interessant ist. Wir reden jetzt hier viel über Medien, ne? Aber wenn du eine inhaltsstarke Werbung hast, wo du sagst, okay, du hast hier eine Werbung, da reden die Leute drüber, dann schaffst du es, den Effekt von der Werbung mit sehr wenig Budget sogar größer zu bekommen als eine sehr, sehr teure Werbung. Auf jeden Fall. Also es gibt da ganz, ganz konkrete Themen. Es gab vor vielen Jahren so eine Rossmann-Werbung, die gesagt hat, bringt eure alte Zahnbürste mit, ich verkaufe euch eine neue und ihr kriegt einen Euro Rabatt. Haben die quasi nur die Hälfte für die Zahnbürste bezahlt. Mega geniale Werbung, mega stark eingeschlagen, sagen die heute noch, dass es mega heftig war. Und wenn du eine gute Werbung hast, die sich rumspricht, Leute sagen, was ist das für eine verrückte Sache, was das Unternehmen wieder macht, dann selbst die Leute, die nicht bei dir kaufen gerade, bezahlst du quasi, oder an Anführungsstrichen, muss ich mal dafür bezahlen, bezahlst du dich initial dafür, dass sie es sehen, aber die tragen die Botschaft einfach weiter. Das ist quasi unbezahlte Werbung, die du dazu bekommst und das ist halt schon ziemlich genial. Ist halt immer wichtig, dass du dir da wirklich eine gute Aktion überlegst, eine Sache, wo du jetzt von der Perspektive sagst, jetzt nichts, was irgendwie jeder macht, ist jetzt nichts, nicht die 100. Rabattaktion, so eine wirkliche Draufgabe oder irgendwas richtig Geiles, wo man sagt, ey, sind die verrückt, sowas zu machen? Ne? Also es gab da damals diese Doku mit Pepsi, Where's My Jet, wo Pepsi hat gesagt, ihr könnt Rabattmarken sammeln oder Punkte sammeln und wenn ihr x Punkte habt, kriegt ihr halt einen Jet. So, was dann im Nachhinein nicht ganz so war, okay, aber darüber wurde gesprochen. Und das ist ja die Idee dahinter. Also du siehst schon, da gibt es halt Ideen, die halt sehr, sehr innovativ sind, sehr weit gehen. Wir haben jetzt den Vorteil als Agentur natürlich, dass bei uns die Leute, also wir haben Stand jetzt tagesaktuell über 500 Kampagnen, die gerade aktiv laufen bei Partnern, also wirklich aktiv sind. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass jeder der Partner auch regelmäßig mal bestimmte Aktionen macht und wir sehen natürlich über diese Menge der Partner einfach sehr genau, welche Aktionen funktionieren gut, welche Aktionen funktionieren nicht so gut, welche Aktionen bringen welche Ergebnisse. Ja. Ist ein Riesenvorteil, den man als einzelnes Unternehmen draußen gar nicht nachmachen kann,
Deswegen ist unsere Empfehlung auch immer, wenn du überlegst, Werbung zu machen irgendwie in dem Bereich und sagst, es ist gerade irgendwie knapp oder so oder würdest gerne was machen, melde dich bei uns und wir können zumindest dir mal gucken, was möglich ist, was geht. Ja. Ja. Was du dir halt, du musst dir halt bewusst machen, dass du so ein kleines Angebot schnüren musst, ja, nicht ein Angebot im Sinne von, ja, hier, das ist der Preis und das bekommen sie dafür, sondern schon ein Angebot dafür, was dein Interessent bekommt von dir, wenn er zu einer Beratung kommt, ja, oder wenn er sich einträgt bei dir als Interessent, also was genau erwartet mich auf der anderen Seite, das musst du schon so attraktiv machen, weil du musst dich auch mal hineinversetzen in die Situation deiner potenziellen Interessenten, ja, die sitzen jetzt zu Hause, ja, die bekommen die ganze Zeit irgendwelche Prospekte, irgendwelche Werbung vielleicht im Handy, auf dem PC und so weiter und du willst ja jetzt dabei rausstechen und das ist halt auch einer der wichtigsten Aspekte im Marketing oder in der Werbung, dass du halt herausstichst, ja, es wird jetzt nicht helfen, wenn du jetzt in der Möbelbranche bist und als einer der ja, siebten Anbieter dann sagst, ja, bei uns gibt es 20% auf alle Polstermöbel. Ja, das ist nicht gute Werbung. Ja, also das ist vergleichbar einfach. Genau, das ist einfach zu vergleichbar. Und du musst dir halt die Frage stellen, was können wir machen, was wirklich mal raussticht. Und das ist einfach deine Nummer 1 Hausaufgabe, wenn es um das Thema Marketing geht. Wenn dir da ein bisschen die Ideen fehlen, dann komm gern zu uns. Also wir könnten jetzt hier noch etliche Aktionen raushauen, aber das ist jetzt nicht, das würde jetzt den Rahmen hier des Videos sprengen. Das Wichtige ist halt, dass du halt weißt, dass du etwas anderes machen musst als alle anderen. Ja. Das ist immer so eine goldene Regel, mach alles anders als alle anderen. Lieber eine Aktion weniger, dafür geile Aktion halt nur. Genau. Ja, das ist halt, weil eine gute Aktion kann halt das ganze Jahr vom Umsatz her so abgehen lassen und ja, vielleicht mehr als 5 kleine. Wir haben hier bei der A&M sozusagen so eine Schublade, die wir hin und wieder aufmachen können, wo wir coole Aktionen sozusagen aus dem Hut zaubern können. Natürlich immer angepasst auf die entsprechende Situation des Partners, aber wenn du da mal einen Ideenanschubser brauchst, dann melde dich gerne bei uns. Ja. Solche Sachen besprechen wir mit unseren Partnern halt hier häufig und schauen an, welche Aktionen könnte da passen. Genau. Ja, das wird jetzt doch ein bisschen zu lang als ein Video, deswegen würde ich sagen, machen wir noch einen zweiten Teil. Den, würde ich sagen, gucken wir uns dann die nächsten Tage an. Du abonnierst auf jeden Fall jetzt mal den Kanal und gibst einen Daumen nach oben, ne? Und schreib gerne in die Kommentare, was dir noch so einfällt an coolen Aktionen, was bei euch vielleicht gut funktioniert hat. Auf jeden Fall ein Abo da lassen, damit du das nächste Video, den zweiten Teil mit noch zwei Sachen, wo dich eine davon überraschen wird, nicht verpasst. Bis dann. Ciao.